Ja, vielen Dank, Nadja. Ja, vielen Dank, Nadja. Ja, vielen Dank, Nadja. Hört ihr mich alle? Ah, ja, sehr schön. Ja, ich begrüße euch aus Berlin. Dagmar, Jelena, Melanie, Palvascha, Svetlana, Utkan. Hallo. ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös. Das ist das erste Mal, dass ich auf diesem Tool arbeite. Und ganz herzlichen Dank an Nadja für ihre Hilfe und für ihre Unterstützung. Leider kann ich euch nicht sehen. Ich weiß nicht, wie ich euch sehen könnte, aber ich kann euch lesen. Also vielen Dank für euer Feedback unten im allgemeinen Chat. Es gibt doch eine große Anzahl von Fenstern. Ja, dann würde ich gerne beginnen. Ich möchte versuchen, das möglichst interaktiv zu gestalten, wie auch meine Kurse und Trainings. Ich sehe das gerne als einen Workshop, einen interaktiven Workshop, eher als einen Vortrag. Und deshalb würde ich gerne beginnen mit einer kleinen Umfrage. Könnt ihr die Umfrage sehen? Hier könnt ihr anklicken, einfach nur damit ich weiß, wie weit ihr seid, was die Audio-Tool-Verwendung angeht, könnt ihr anklicken, in welchen Audio-Tools ihr unterwegs seid, beziehungsweise schon angemeldet seid. Alles in Ordnung? Ich war kurz weg. Zu checken, ob alle geantwortet haben, ob das funktioniert hat und dass wir dann die Ergebnisse veröffentlichen. Das sind ja prima, da ist schon viel mit der freundlichen Unterstützung und Anleitung von Nadja. Gut, das heißt, vielleicht kannst du, Christine, auch antworten auf die Umfrage, wo hast du einen Account? Und dann können wir, ich denke, jetzt auch alle sehen, dass SoundCloud ganz oben steht, Audioboom weniger bekannt ist und Spreaker noch weniger bekannt. Ich weiß nicht, ob Nadja auch abgestimmt hat, aber denke mal, Nadja hat die größte Erfahrung, auch eine größere Erfahrung als ich mit Spreaker. Und somit können wir uns ganz gut ergänzen heute. Ich arbeite nämlich hauptsächlich mit SoundCloud und Audioboom, was ja früher Audioboo hieß, wie ihr sicher wisst. Gut, dann fange ich jetzt mal an. Ich gehe jetzt mal rein in die... Ja, danke, Nadja. Vielen Dank für die Zusammenfassung der Umfrage. Vielen Dank für die Organisation der Umfrage. Eigentlich mache ich es immer so, dass sich jeder kurz vorstellt, Facebook-Gruppe besser als ich. Deshalb würde ich euch vielleicht bitten, einfach was zu schreiben. Ihr könnt einfach in den Chat schreiben und wenn dann Zeit ist, werden wir auch auf einzelne Fragen bzw. Bemerkungen antworten. Ich fange jetzt einfach an. Und zwar möchte ich euch den Plan, die Gliederung vorstellen, was wir uns gedacht haben. Wir haben uns das folgendermaßen vorgestellt, dass wir in zwei Teilen arbeiten. Jeder Teil dauert 45 Minuten. Im ersten Teil werden wir heute einführen. Die Tools, da ihr viele schon SoundCloud kennt, werde ich mich auf den Vergleich konzentrieren und ich werde auch auf, wir werden also besonders Audioboom und Spreaker, was für euch dann ja nicht so bekannte Werkzeuge sind, eben darauf vielleicht auch den Schwerpunkt legen und dann versuchen herauszustellen, wo die Unterschiede liegen. Dann haben wir, also wir werden das heute kurz vorstellen und dann wollen wir gemeinsam im Brainstorming, und das mache ich gerne auch interaktiv, also dabei die Kriterien der Auswahl, da möchte ich auch von euch etwas hören, denn das ist ja immer zielgruppenabhängig und auch davon abhängig, was man damit machen möchte. Das möchte ich zusammen erarbeiten mit euch. Dann haben wir Zeit vielleicht für ein paar Fragen, deine Diskussion, und dann möchten wir zusammen mit euch eine praktische Übung vorbereiten. Ja, und im zweiten Teil näher eingehen auf Anwendungsbeispiele,
vielleicht eure Ergebnisse vorstellen und diskutieren und Anregungen für weitergehende Arbeiten oder weitergehende Projekte oder vielleicht sogar Webinare geben. Ist das so recht? Habe ich was vergessen? Nadja? Ich sehe hier... Gut, danke, dann steigen wir ein in den ersten Teil. Das sind die 6 Punkte. Ich habe versucht, mich kurz zu fassen und ich mag es nicht, wenn Dozenten zu lange dozieren. Das ist, das steht meinem Ziel als Sprachtrainer entgegen und ich glaube auch daran, dass kann man auch sehen in meiner Aktivität, die ich jetzt nicht genannt habe. Ich habe einen Deutschkurs Aktivitäten gestartet letztes Jahr und das nenne ich Deutsch by Doing. Man findet meine Gruppe auf meetup.com. Und ich habe eine Gruppe in Berlin und in Paris. Wenn ihr auf diesen Link geht, dann findet ihr die Berliner Gruppe. Und da praktizieren wir eben das aktive und kreative Deutschlernen. Und die Audio-Tools verwende ich für aktives, kreatives Deutschlernen. Aber da bin ich schon fast im zweiten Teil. Kommen wir gleich zum ersten Punkt. Erstmal die Frage, was ist eigentlich Audioblogging? Ich will mich da nicht in große Definitionen reinhängen, aber ich finde die Frage interessant und nützlich, insbesondere zur Abgrenzung zum Podcasting. Die schöne Antwort, die ich gefunden habe, als ich auf Internet herumgestöbert bin, zu sagen, Audioblogging ist der kleine Bruder von Podcasting. Was haltet ihr davon? Vielleicht könnt ihr mal kurz antworten, ganz kurz nur von dieser Definition. Spricht euch diese Definition, gefällt euch die? Ich wollte nur eine kurze Reaktion hören zur Definition. Was ist Audioblogging? Und da habe ich, Audioblogging ist der kleine Bruder von Podcast. Was haltet ihr davon? Wenn ihr wollt, die kleine Schwester. Gut, vielleicht nur, ich sehe, warum kleiner Bruder? Ich weiß nicht, ob das polemisch gemeint ist von Christine. Wenn du willst, gerne auch kleine Schwester. Es ist einfach die kleinere, kürzere Form, vielleicht improvisiertere Form und weniger formatiert und erlaubt eben eine größere Freiheit und größere Improvisation. Gut, dann kommen wir gleich zur nächsten Folie. Auf der nächsten Folie, die ihr, wenn ich das richtig sehe, auch anklicken könnt. Ihr seht hier auch die Links. Ich weiß gar nicht, ob ihr... Ja, danke Nadja. Bei mir funktioniert es. Also für all die, die noch nicht auf der Seite war. Dort findet ihr natürlich viele detaillierte Informationen, aber ich habe mich jetzt beschränkt auf wesentliche Punkte zum Vergleich, auch in Bezug auf Deutsch als Fremdsprache. Wenn wir von Audioblogging reden oder Audio oder Podcasting, dann denken wir natürlich erstmal an Publizieren von Audioinhalten. Und alle drei Tools erlauben das. Sie erlauben auch, diese Inhalte einzubinden. Ich muss allerdings zugeben, ich habe das noch nicht mit Spreaker versucht. Ist das richtig, dass man bei Spreaker die Inhalte auf eigenen Webseiten einbinden kann? Nadja? Genau, ich wollte nur sicher sein, klar, bei Audioboom und Soundcloud habe ich das auch schon gemacht. Und das funktioniert sehr gut. Es gibt, wie ihr vielleicht wisst, bei Soundcloud auch eine Kooperation jetzt neuerdings mit Twitter, wenn ihr auf Twitter unterwegs seid.
Und es gibt auch eine sehr gute Einbindung auf Tumblr. Insofern ist SoundCloud wahrscheinlich von der Nutzerzahl weltweit auch der größte Anbieter von allen dreien. Das ist jetzt etwas, eine Zahl, die genauen Nutzerzahlen habe ich jetzt nicht. Aber das spielt natürlich eine Rolle auch bei den Kriterien, bei der Auswahl des Tools, die Nutzerzahlen. Ich habe jetzt in der ersten Zeile, ja, wenn man, wenn alle drei die gleichen Grundfunktionen haben, also publizieren, kommentieren von sozialen Medien, publizieren mit einem eigenen Profil, eine eigene Profilseite herstellen und Inhalten folgen, Inhalte abonnieren von anderen Audiobloggern auf der gleichen Plattform, dann ist die Frage, ja, wo liegen die Schwerpunkte, wenn wir die drei Tools vergleichen? Und das habe ich in der ersten Zeile kurz benannt. Also SoundCloud, glaube von den dreien auch die älteste Plattform, hat sich spezialisiert auf Musik. Im Logo sieht man auch die Designphilosophie der Gründer. Übrigens beiden schwedischen Gründer, die hier in Berlin ansässig sind. Ein sehr dynamisches, wachsendes Unternehmen, was in Berlin ansässig ist. Zwei Schweden, die übrigens auch teilweise, ich weiß gar nicht, ob sie Deutschland, ich weiß nur, dass sie Deutschkurse veranstalten. Sie sind große Musikfans und haben weitreichende Kooperationen mit Musiklabels und unabhängigen Labels. Das muss man wissen. Während Audioboom, das seht ihr auch, wenn ihr auf die Webseite geht, sehr nah an Radios ist, und zwar Radios, die Wortbeiträge, ich habe jetzt geschrieben Sprachbeiträge, Wortbeiträge wäre das bessere Wort, auf Wortbeiträge ausgerichtet. Das ist natürlich für uns, wo die Worte, wo die Sprache an erster Stelle steht, die gesprochene Sprache, erstmal sehr interessant. Während Spreaker die Besonderheit hat, eine Live-Radio-Funktion anzubieten. Ein anderer Aspekt, der bei Spreaker sehr zentral ist, ist die Kommerzialisierung und das Marketing. Spreaker bietet auf seiner Plattform sehr viel Zusatzdienstleistungen, um seinen Podcast oder seine Audioproduktion bekannter zu machen. Allerdings, und das ist vielleicht der Nachteil oder die Einschränkung auf allen drei Tools, alle drei sind eben sehr verbreitet im englischsprachigen Raum und weniger verbreitet im europäischen Raum. Aber gut, mit vielleicht nach diesem Webinar gibt es viel mehr Beiträge aus allen Ländern der Welt, wenn ihr heute oder in den nächsten Wochen etwas produziert. Auf Deutsch natürlich. Und das ist der zweite Punkt, den ich mir angesehen habe, den ich mit in die Tabelle aufgenommen habe, der vielleicht ganz interessant ist, oder der sicher ganz interessant ist jetzt für unser Thema Deutsch als Fremdsprache. Was gibt es denn schon, was findet man denn, wenn man auf den einzelnen Plattformen Deutsch als Fremdsprache eingibt oder Deutsch lernen oder Learn German? Habe ich bei Audioboom und Spreaker nicht viel gefunden, deshalb ist da eine Null. Also Null heißt durchschnittliches Angebot von vorhandenen Inhalten. Das ist natürlich immer schön für uns Deutschlehrer, Deutschtrainer, wenn wir schon gute Inhalte schon auf der Plattform finden, die wir selber nutzen oder nutzen wollen. Da habe ich bei SoundCloud am meisten gefunden. Und ihr könnt das auch, ihr könnt auch sehen, was ich gefunden habe, indem ihr auf
eines meiner zahlreichen Account geht. Ich gebe euch das mal, ich gebe euch mal meine Adresse. Jetzt bin ich hier aus dem Fenster raus. Ihr findet SoundCloud. Dort habe ich ein Account Deutsch bei Doing. Wenn ihr da drauf geht, ich muss, glaube ich, die gesamte URL eingeben. Genau, das will ich gerade machen, indem ich euch den Link gebe. Entschuldigung, danke für den Pausenfiller. Genau, wenn ihr auf diese Adresse geht, findet ihr nicht nur ein paar Beispiele von meiner Anwendung, aber da sind wir auch schon in der Anwendung, sondern ihr findet auch Inhalte, ihr findet Links. Ich folge, ich suche natürlich Anbieter, aber gut, bevor wir das machen, Entschuldigung, möchte ich noch die zwei letzten Zahlen in der Übersicht erklären. Es gibt alle drei natürlich als Gratis-Version und das ist ein wichtiger Punkt. Gratis heißt, ich kann meine Schüler, meine Lerner, meine Lernenden leichter davon überzeugen, dieses Tool zu nutzen, wenn das gratis ist. Nur muss ich wissen, was die Grenzen sind. Und da gibt es große Unterschiede. Und deshalb lohnt es sich, denke ich mal, was die Kapazität angeht, was die Grenzen angeht. Mit dem Gratis-Account habt ihr bei SoundCloud die geringste Kapazität. Ihr könnt auf SoundCloud, das wissen jetzt die SoundCloud-Nutzer, sicher maximal insgesamt 3 Stunden Sound einstellen. Insgesamt. Also das heißt, wenn ihr mehr oder neue Dateien hochladen wollt, die dann und unter der Schwelle bleiben wollt, müsst ihr vorhandene Aufnahmen löschen. Dann bekommt ihr wieder freien Platz. Während bei Audioboom und Spreaker viel mehr Platz ist. Bei Spreaker ist das mehr als 3-mal so viel. Eigener Sound. Es gibt da noch eine Besonderheit. Es gibt ja bei Spreaker die Live-Funktion. Und die Live-Funktion, wenn man Radio live senden will, zum Beispiel live aus einem Unterricht, wenn zum Beispiel Studenten, Schüler, Lernende live einem Unterricht folgen wollen, das ist in der Gratis-Version auf 30 Minuten begrenzt. Das habe ich jetzt nicht reingeschrieben. Einfach der Vergleichbarkeit, diese Funktion des Livestreamings gibt es nicht bei Audioboom und auch nicht bei SoundCloud. Und Audioboom hat die größte Kapazität und da steht 10 Minuten ist das Limit für die Gratis-Version. Aber das ist hochgesetzt, ursprünglich war das mal 3 Minuten. Und 10 Minuten pro Aufnahme, aber ansonsten, mir ist nicht bekannt, also jedenfalls offiziell gibt es kein Gesamtlimit. Das heißt, im Prinzip unbeschränkt oder gut, vielleicht wenn man tausende von Stunden 10-minütige Aufnahmen hochlädt, vielleicht wird dann Audioboom auf euch zukommen und sagen, hier, die einzige Beschränkung ist in der Länge der Aufnahme. Das heißt, längere Aufnahmen, man sollte ja sowieso sich nicht so lange auslassen oder aus pädagogischen Gründen ist es sowieso immer gut, sich kurz zu fassen. 10 Minuten, damit kommt man sehr, sehr weit und extrem interessant für was das Preis, was dem das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Gut, und der erste Preis, es tut mir leid, ich habe es jetzt nicht umgerechnet, also wenn man mehr haben will, zum Beispiel bei Audioboom ist es 30 Minuten. Wenn man 30 Minuten Aufnahmen machen will, also die 30 Minuten lang sind, zahlt man 7 britische Pfund. Umrechnungskurs habe ich jetzt nicht gecheckt, aber ungefähr 60, ich würde mal sagen, ungefähr im Jahr sind es 70 Euro. Bei SoundCloud ist die nächste Stufe dann 3 Euro im Monat.
Da bekommt man dann 9 Stunden. Und bei Spreaker gibt es sehr viele Staffelungen. Da kenne ich jetzt nicht das Preismodell, aber mit 10 Stunden kommt man ja schon sehr weit. Gut. Vielleicht noch mal kurz Beispiele. Genau. Nadjas Frage eben, was sind die Beispiele? Ich schaue auf die Uhr. Ich habe als Anregung und als Beispiel, was man damit machen kann. Ja, ich höre eine Stimme. Hier Audioboom, die wenigen, die ich gefunden habe. Ich denke mal, der Klick funktioniert, es sei denn, ihr schreibt was anderes. Dann findet ihr auf Audioboom Slow German, langsam gesprochene Deutschkurse in recht guter Qualität. Das ist dann immer eine Geschmackssache. Ihr findet einen Deutschlehrer, der, ich glaube, im Raum Frankfurt tätig ist, Thorsten Labich, den ich auch kennengelernt habe, der sehr aktiv ist überhaupt auf Internet, und er berichtet über das Lernen, aber er gibt auch Anregungen für Deutsch, allerdings nicht für Deutsch als Fremdsprache, nur auf einem höheren Niveau ist das durchaus hörenswert. Ja, Nadja kennt ihn auch, er moderiert auch den Edu-Chat. Aber ich muss sagen, ich mag seine Stimme, also auf jeden Fall hörenswert, sich Thorsten Labich auf Audioboom anzuhören. Also dafür lohnt es sich, auf Audioboom zu gehen. Das war für mich ein Einstieg auf Audioboom. Ein Beispiel von mir seht ihr auf audioboom.com Deutschkurs. Das seht ihr ganz gut. Ich muss selber mal springen auf die Seite, damit ich meine eigene Seite sehe. Vielleicht könnt ihr mal funktionieren die Links, könnt ihr mal ein Feedback geben auf der Folie.